Liebe Fußballfans, herzlich willkommen hier in der Red Bull Arena zu unserem ersten Bundesliga-Heimspiel RB Leipzig gegen den BVB aus Dortmund. Und hier kommt sie für euch, unsere Bundesliga-Mannschaft! Den Schuss an den Berg mit, der auf der rechten Seite in den 16er hinein. Berg, Flanke in die Mitte! Da ist das Tor! Da ist das Tor! 89. Unglaublich, herrlich. Naby Keita mit dem 1:0 und der Kessel explodiert! Außer vorbei! RB Leipzig schlägt Borussia Dortmund mit 1:0. Was für ein Spiel! Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das hat jeder gesehen, dass es ein unglaubliches Spiel war. Wir haben gekämpft bis zum Ende. Dass am Schluss noch in den letzten paar Minuten dann das Tor noch für uns fällt, ist natürlich überragend. Ich glaube, mit einem 0-0 wäre genauso jeder zufrieden gewesen. Dass es dann ein Sieg wird, ist natürlich umso besser. Stimmung war bombastisch natürlich. Es lag so ein bisschen was in der Luft, auch ähnlich wie beim KSC-Spiel. Heute natürlich noch mit dem Flutlichtcharakter Live-Spiel. Und dann natürlich Bundesliga nochmal ein Tick krasser. Und ja, es hat richtig Bock gemacht, da erstens einzulaufen und dann auch zu spielen. Wir waren als Mannschaft von Anfang an so präsent und giftig und haben es Dortmund schwer gemacht. Hatten sicher auch das eine oder andere Mal ein bisschen Dusel, aber ja, haben einfach unseren Plan gut durchgezogen und das Spiel offen gehalten. Und dann ist alles möglich einfach.